Ja, ein herzliches Willkommen zur Premiere von Train Sim World 3. Endlich hat es geklappt bei mir. Meine Güte, was ein langes Hin und Her. Ständig WLAN-Probleme und. Aber es hat endlich geklappt. Und ich kann euch stolz präsentieren: Train Sim World 3. Ich wollte es euch eigentlich gestern schon präsentieren, aber ja, wenn der Technikteufel drin steckt, hat man keine Chance. So. Anmelden mit ihrer E-Mail-Adresse. Das machen wir jetzt mal. Nee. Das wollen wir. Das mache ich mal eben ohne euch, ist klar. So, da bin ich wieder. Ja, das bin ich. Auswählen. Ja, bin ich sicher. Das habe ich umsonst gemacht. Das haken wir auch mal ab. Ja, erfahren machen wir mal. Zu den Zügen. Nehmen wir mal. Da wählen wir erstmal eine Strecke aus. Natürlich nehmen wir da Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg und nehmen erstmal einen Fahrplan, würde ich sagen, so zum Einstieg. Die 401, genau. Offiziell persönlich, Greta's Club. Bleiben wir mal bei offiziell. Und würde sagen, das haben wir ausgewählt, ja. Level 1. Dann gehen wir mal auf Auswählen. Genau, Szenarien wählen. Hamburg-Altona nach München, 7:21 Uhr. Hamburg-Altona nach München. München-Hamburg-Altona. Berlin-Ostbahnhof Basel. Nehmen wir das mal. So zum Einstieg. Ist auch schön, nicht ganz so lang. Genau, fahren wir mal von Berlin nach Basel. Kassel-Wilhelmshöhe. Fahren Sie diesen Zug von Kassel-Wilhelmshöhe nach Fulda. Ja, dann werden wir das mal machen, wa? Dynamisches Wetter. Ja, das hört sich doch gut an. Das lassen wir so. 3. September, das passt. Den Tag haben wir heute. Ja, dann würde ich sagen, wir beginnen. Endlich, meine Güte. Riesengroße Störung vom Anbieter. Riesengroße WLAN-Störung. Und meine Güte, ich habe mir jetzt endlich ein LAN-Kabel geholt, habe es mir reingesteckt und jetzt hat es endlich funktioniert. Ach. Dann dauert das Aktualisieren noch so lange. Ihr kennt das. Aber last but not least hat es geklappt. So, ICE 277 Berlin Ostbahnhof nach Basel SBB. Fahren Sie diesen Zug von Kassel-Wilhelmshöhe nach Fulda. Ja, unser Zug ist die Baureihe 401, sprich ICE 1. 847,8 Tonnen schwer, 14 Wagen haben wir hinten dran und oder sind haben wir und 353,7 Meter lang. Ja, wir fahren wie gesagt von Kassel-Wilhelmshöhe nach Fulda. Ja, ich würde sagen, damit nochmal ein ganz herzliches Willkommen zu dieser ersten Folge von Train Sim World 3 mit mir zusammen. Ich bin der Danny, spielt das und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. So, sämtliche Errungenschaften freigeschaltet. Ich denke mal, wir machen das erstmal. Das wird wahrscheinlich genauso funktionieren wie. Genau, die machen wir erstmal nach vorne, sonst funktioniert es nicht. Sonst gehen wir die Türen frei. Zugbeeinflussung. Wunderschön. So. Zugbeeinflussung. Dann würde ich sagen, Spitzensignale. So. Instrumentenbeleuchtung. Das hat aber irgendwie nicht so funktioniert, oder? Führerstandsbeleuchtung. Warum ist das nicht an? Na egal. Türverriegelung. Schauen wir uns erstmal draußen um, würde ich sagen. Schauen wir uns das ganze Geschoss erstmal an. Ach, da ist nichts los. Was eine geile Grafik, oder? Was eine saugeile Grafik. Schaut euch das bitte an hier. Kassel-Wilhelmshöhe. Das ist unser Zug, der ICE 401 bzw. der ICE 1 Baureihe 401. Und ich würde sagen, wir machen da gleich mal ein schickes, hübsches Foto von. Wunderschön. Also die Funktionen sind genauso wie beim TSW 2. Auch die Tasten sind alle gleich, wie ihr seht. Also man braucht sich da gar nicht groß umstellen. Es funktioniert alles so wie beim TSW 2. Unterwegs mit Ökostrom, ja perfekt.
Sehr, sehr nice, muss ich wirklich sagen, gefällt mir. Genau, das kennt ihr, das Übliche, dass wir noch ein bisschen warten müssen mit dem Türen verriegeln, aber das ist ja nichts Neues. Können uns ja derweil schon mal ein bisschen hier den Bahnhof ansehen, würde ich sagen. Wenn ihr den Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe noch nicht so kennt, so sieht er aus. Also, dass es da die Überführung gibt über die Gleise hinweg, sodass man dann praktisch, da die Treppen hochkommt und dann praktisch mittels der Überführung über die Bahnsteige kommt hin zu dem Gleis, wohin man hin muss. Kassel-Wilhelmshöhe, ihr seht's. Ich hoffe, ich überschlag mich nicht. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich endlich, endlich, endlich auch das Spiel spielen darf. Nach 24 Stunden, nach 25 Stunden sogar, darf ich endlich auch spielen. Naja. Türen verriegeln, dann machen wir das mal. So, Türen sind verriegelt. Jeden Moment, zack. Und dann würde ich sagen, fahren wir bis nach Fulda. 86 Kilometer. Ja dann, herzlichen Glückwunsch. Wir lösen die Bremsen. Das sind übrigens auch die gleichen Tasten wie bei TSW2. Zumindest am Controller. Und ich würde sagen, wir schalten auf. Fahrmotorlüfter geht an. Ich fahre jetzt erstmal ohne SIFA und PZB. Erstmal, um überhaupt ein Gefühl zu bekommen für den Zug. Alles andere kann ich dann hinterher noch machen. Aber ich würde sagen, ich mache das erstmal ohne IFA PZB. Aber irgendwas funktioniert auch nicht. Wisst ihr was? Wenn wir eh noch nicht fahren, dann machen wir auch AFB. AFB voll soll. PZB ein. Moment mal. Ich weiß, was ich übrigens vergessen habe. So. Dann machen wir den noch mal. Ach so, PZB ist eingeschaltet. PZB. Da wird ja wohl. Haben wir hier. IFA. PZB ein, oder? Ja, dann können wir losfahren, würde ich sagen. Auf geht's! Ach, natürlich AFB. Auf geht's, wir fahren. Wunderbar. Die ersten Meter im TSW3. Wunderschön. Perfekt. Fahren wir so langsam? Hier noch irgendwelche Bremsen müssen?
So, kommt mir nur mir das so vor oder irgendwie ist wie irgendwie langsam fahren? Irgendwie habe ich das Gefühl, er kommt gar nicht aus dem Quark. So langsam wird's was. Siefer. Übrigens, ihr könnt mich gerne noch verbessern, aber eins muss ich gerade eben machen. Einen Moment. So haben wir das erledigt. Ich hatte nämlich gerade den Sound von TSW 3 noch viel, viel zu laut, sodass ihr wahrscheinlich meinen Kommentar nicht verstanden habt. Das habe ich jetzt erstmal behoben. Aber diese Sprachsteuerung hier finde ich ganz nice. Also dass der sagt, Siefer, da kommt uns ein ICE 3 entgegen. Wunderschön. Bin ich heute übrigens auch mitgefahren. Hin und zurück. Auch Doppeltraktion mit grünem Streifen, wohlgemerkt. Wunderschön, also richtig nice. So. Schau uns das mal so ein bisschen. Mega, oder? Mega nice. Richtig geil, muss ich echt sagen. Gefällt mir. Richtig schöner ICE. Kommt gut rüber, muss ich echt sagen. Aber irgendwie mit der AFB, das funktioniert auch nicht so wirklich, oder? Nicht immer. Ja, genauso gut ausmachen. Ah, jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. Was ist denn jetzt los? Wieso ist das Licht aus? Ach, wir sind im Tunnel. Wieso haben wir jetzt keine Leistung mehr? Ah, okay. Das ist Ziffer 250, wunderschön. Ne? Ja. Ja, das ist gar nicht so einfach. Nein! Hat er jetzt die Türen geöffnet? Die sind zu. Die sind auch zu. Alles klar. Hm.
Wie geil ist die Umgebung? Seht euch das an. Wunderschön, wunderschön. Ah, jetzt hat das anscheinend geschluckt, oder? Ja, jetzt hat das. Es sind beide Punkte da, gelb und rot. Ja. Endlich. Man muss sich auch erstmal damit zurechtfinden. So, 280 hatte dann Höchstgeschwindigkeit. Wie ihr da oben sehen könnt. Wunderschön, wunderschön. Aber diese Strecke hat viele Tunnel, muss ich echt sagen. Also ich hatte heute in meinem ICE 3 Spitzengeschwindigkeit 280. Oder sogar 290 Stück. Es fing ja schon kurios heute Morgen an. Ich wollte in meinen ICE einsteigen, beziehungsweise habe auf den gewartet. Und da so 10 Minuten bevor der kommen sollte, was sehe ich auf der Anzeigetafel? Zug fällt aus. Grund ist ein Notarzteinsatz auf der Strecke. Also sprich Person auf der Strecke. Ist wahrscheinlich jemand, ja, überfahren worden oder so. Keine Ahnung. Dann das Gute war aber, dass zeitgleich ein anderer ICE in die gleiche Richtung, beziehungsweise ja, in die gleiche Richtung fuhr und auch an dem gleichen Bahnhof anhielt. Und so durfte ich dann mit dem fahren. Was mich im Nachhinein sogar ein bisschen tröstete, weil es eben dann der ICE 3 war. Und ja, und so brauchte ich dann nur einmal umsteigen, nämlich in Essen, und hätte sonst zweimal umsteigen müssen. Also war es doch irgendwie, so hat alles Schlechte auch sein Gutes, und das war schon echt nice. Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Spotting Day. Das Video davon seht ihr dann morgen auf meinem YouTube-Kanal. Schaut euch doch mal diese Aussicht an. Ist die nicht mega nice? Ist das nicht geil? Mega scharf. Das ist einfach nur Hammer. Und schon wieder ein Tunnel. Also Tunnel sind hier echt vertreten, muss ich sagen. Ah, Gegenzug. Perfekt. Bordbistro. Alles vorhanden. Wunderbar. So, so langsam nähern wir uns auch der angepeilten Geschwindigkeit von 250 km/h. Wir sind jetzt schon 233. Und nähern uns mit Riesenschritten 240. Wunderbar.
Also ich muss echt sagen, da darf er sich wieder mal selbst übertroffen. Also wirklich vom Feinsten. Ich bin wirklich positiv überrascht. Sehr beeindruckt von der ganzen Grafik her, von dem Zug her, von der Strecke her, von der Landschaft her. Ist einfach traumhaft. So, ein AFB scheint zu funktionieren, weil wir nicht schneller als 2,48 fahren. Also habe ich doch jetzt alles richtig gemacht. Und wir fahren von einem Tunnel in den nächsten. Wahnsinn, wie viele Tunnel es hier gibt. Aber es sind immerhin noch 65 Kilometer, also Wahnsinn. Dann ist man locker eine Stunde unterwegs hier. Haha, das war nichts. Mega, 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 mega. Absolut genial. Wahnsinn, wie viele Tunnels es gibt. Wahnsinn, ehrlich, das ist ja. Ein wirklich mega geiles Spiel, muss ich wirklich sagen. Ja. Absolut genial. Oh, es wird zu langsam diesig, oder meine ich das nur? Irgendwie verzieht sich das, kann das sein? Würde mich nicht wundern, wenn es gleich noch anfängt zu regnen. Also wie gesagt, ja, die Tasten, also zumindest am Controller, ich spiele ja immer mit Controller, sind alle gleich. Rechts der erste obere, ja, wie nennt man das, Rückenschalter? Ich weiß nicht, wie nennt man die, ihr wisst, was ich meine. Damit schaltet man auf. Ne, gar nicht. Mit dem hinteren schaltet man auf. Und mit dem vorderen schaltet man ab. Und dann links die beiden Schalter oben am Schalter, am Controller sind die gehabt zum Abbremsen und zum Bremse lösen. Das bezieht sich dermaßen, ne? Also Wahnsinn. Würde mir nie wundern, wenn es jetzt gleich noch Regen gibt. Na, Schnee glaube ich mal nicht am 3. September. Das wird doch ein bisschen früh.
Wobei, das kann man ja einstellen, ne? Das ist ja angepriesen worden, dass man auch mit Schnee fahren kann. Das werde ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren, wie sich der Zug da verhält. So, dann sind es auch gleich nur noch 50 Kilometer. Mein Gott, mit 250 knapp. Das ist schon keine Strecke mehr, die knapp 90 Kilometer. Aber wirklich von einem Tunnel in den anderen, ne? Irre. Aber das sieht schon nice aus, so im Tunnel, die ganzen Displays und so. Auch hier, ne? Sieht schon geil aus. Ah, Gegenzug. Da vorne wartet der nächste Tunnel. Das gibt's doch gar nicht. Tunnel über Tunnel über Tunnel. Wahnsinn. Ich hoffe, ihr habt mitgezählt und sagt mir nachher die Zahl in den Kommentaren. Weil ich habe nicht mitgezählt. Aber ihr bestimmt, oder? Und ja, ihr dürft das Video gerne nochmal von vorne starten und dann mitzählen. Ihr könnt euch auch ein Zettel dabei nehmen, wenn ihr das dann besser könnt. Also die Strecken könnten sie auch mal bei TS einführen. Kassel-Fulda, Kassel-Würzburg. Das wäre doch mal nice. Und welche Strecke die auch endlich einfügen könnten, wäre Essen. Beziehungsweise Essen ist ja schon da in TSW 2, klar. Aber Essen-Borken oder Berlin. Berlin könnten sie auch mal einführen. Das wäre geil. Berlin-Hannover oder so, oder Berlin-Hamburg. Das wäre jetzt auch noch so, was ich mir wünschen würde, persönlich. Jetzt eigentlich LZB gesteuert oder AFB gesteuert? Ja, LZB, na ja, sicher. Ist ja der gelbe Strich da links. 1000 Meter noch, beziehungsweise 10.000 Meter noch, also 10 Kilometer noch. Ja, 10.000 Meter, 10 Kilometer, ja. Und so weiter. AFB 249 Kilometer. Ja, mehr fährt er auch nicht. Ja gut, auf den einen kmh wird sie wohl kaum ankommen. 9.31 Uhr und 31 Sekunden. Mein Gott, so 10 Kilometer sind nix. Boah, ist das neblig. Lecker funny, ey. Mein Gott, ey, das ist ja... Dann gibt ja kein Ende mit den Tunnels. Das ist ja Wahnsinn. Also ich habe jetzt nicht gezählt, wie gesagt, aber sind locker bei 15 oder 20 Stück. Locker.
wieder. Noch und nöcher, gibt's doch gar nicht. Naja. Jeder, der diese Strecke schon mal gefahren ist, kann ja bestätigen, ob das wirklich mit so viel Tunneln, ob die Strecke wirklich mit so viel Tunneln, ob mit so viel Tunnel, Entschuldigung, mit so viel Tunnel versehen ist. Weil das ist ja schon wirklich Wahnsinn. Hey, da stehen mal zwei Güterwagen rum. Ich pack's nicht. Und ein Haus, ein paar Trecker, ein Bagger habe ich gerade auch schon gesehen. So, dann sind wir ja nur noch 10 Minuten Fahrt. Dann haben wir es schon geschafft. Die Jungfernfahrt im TSW 3 mit dem ICE 1 von Kassel-Wilhelmshöhe bis nach Fulda. Also wir sind in Kassel losgefahren, da war es richtig schön sonnig. Bis auf ein paar Wolken vielleicht. Und je näher wir Fulda kommen, desto diesiger und bewölkter wird's. Aber es hält sich noch wacker trocken. Wer weiß, ob es die nächsten 30 Kilometer noch so bleibt. Also es ist auch eine Strecke für Faule, ne? 90 Kilometer LZB fahren und fertig. Mehr brauchst du nicht machen. Du brauchst nur ab und zu sie verdrücken, das hat sich. Das ist eine richtig schöne Schnellfahrstrecke. So richtig schön. Ja, zum Abchillen. Also, wie gesagt, alle, die gestern darauf gewartet haben, dass von mir dieses Video kommt. Ich hatte gestern massivste Probleme mit dem WLAN. Der Anbieter hatte wohl eine Großstörung oder so, die sich bis jetzt oder bis heute Nachmittag 5 Uhr zog. Ich habe dann jetzt endlich mein LAN-Kabel mir besorgt. Und seitdem läuft es. Da musste das Ganze noch eine Zeit lang aktualisieren, bevor ich das endlich starten konnte. Also, wenn einmal der Wurm drin steckt, ne, dann komplett. Es ist wirklich... Da gehe ich auch steil, ne? Wenn ich sowas habe, wenn ich was vorhab und dann spielt das Internet nicht mit. Weil ich meine, ich bezahle einen Haufen Geld dafür, dass das funktioniert. Und dann hat man nur Störungen. Das ist wirklich, ja, ihr wisst Bescheid. Jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, wovon ich rede. Ich will jetzt den Anbieter nicht nennen, weil das wäre wieder Werbung und beziehungsweise Schlechtmacherei und das will ich nicht. Aber ja. Vielleicht kennt ja jemand den Anbieter, von dem ich spreche. Hat er so eine gewisse Ahnung. Und war da gestern vielleicht auch von betroffen. Dann weiß er ja, wovon ich spreche. So, 27 Kilometer noch. Also ihr seht, es ist sehr, sehr diesig. Also man sieht da hinten kaum noch die Bäume oder die Landschaft da hinten schon gar nicht mehr. Es ist wirklich purer Nebel, was da jetzt aufgezogen ist. Wahnsinn. Also das finde ich ja so geil, dieses dynamische Wetter. Dass es wirklich sich während der Fahrt verändert, von schön in schlecht,
und schlecht in schön, von trocken in Regen oder in Schnee, je nachdem, wann man fährt. Und dass das von Gegend zu Gegend wirklich verschieden ist, dass man praktisch bei sonnig wirklich losfährt und dann, je näher man dem Ziel kommt, dass es dann schlechter wird im Laufe der Fahrt. Das finde ich schon echt geil. Das haben sie echt geil umgesetzt, muss ich sagen. So, dann haben wir gleich schon 70 Kilometer umgesetzt. Wahnsinn. Was mir auch gerade auffällt, dass ich ganz schön oft Wahnsinn sage. Wahnsinn, oder? Komm schon, Leute, Spaß muss sein. Ich bin einfach gerade mega gut drauf, weil es endlich geklappt hat und ich mich so dermaßen über dieses Spiel freue. Deswegen kann es sein, dass ich ein bisschen aufgedreht bin. Aber nehmt es mir nicht übel, bitte. Es wird sich auch widerlegen. Ich bin seit heute Morgen 5 Uhr auf der Beine. Ich saß um 5:30 im Zug. Und ja. Das ist schon eine lange Zeit. Dann der Stress heute mit den Zügen. Wie gesagt, heute Morgen war totales Chaos. Nicht nur, dass ich dann den anderen ICE nehmen musste. Nein, der musste auch noch eine Umleitung fahren. Der musste erstmal nach Gelsenkirchen fahren. Hat dort gehalten. Sagen wir mal, so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde hatte der garantiert gestanden. Dann haben wir die Kehrtwende gemacht und sind dann Richtung, ja, dem Ort gefahren, wo ich gespottet habe. Also, es war schon ziemliches Durcheinander heute Morgen und, ja. Dann auf dem Rückweg hat eigentlich alles soweit funktioniert. Hatten allerdings auch wieder eine Verspätung von gut halbe Stunde. Grund dafür. Reparatur an der Oberleitung. Aber ja, dem ist dann halt so. Ja, man steckt nicht drin, man kann ja nichts ändern. Ja, man muss ja damit leben, wenn man als Fahrgast, man hat ja nicht viele Möglichkeiten. Ihr wisst es selber. Ja gut, hat dann funktioniert. Halbe Stunde Verspätung, okay. So, dann war ich in Essen. Hab natürlich den Anschlusszug verpasst nach Borken hin. Logisch. Wie sollte es auch anders sein? Wenn dann richtig. Durfte dann eine Stunde in Essen warten, bis mein Zug wieder kam. Weil der ja natürlich nur stündlich fährt. Ja, aber damit war die Odyssee noch nicht am Ende. Nein. In Essen-Borbeck, beziehungsweise im Bottrop Hauptbahnhof, halbe Stunde gestanden. Grund dafür, Personen im Gleis. Streckensperrung. Bundespolizei wurde alarmiert. Das hat dann auch nochmal eine halbe Stunde gedauert. Sodass wir dann auf dem Weg nach Borken auch nochmal locker eine halbe Stunde Verspätung hatten. So, dann sind wir in Bottrop losgefahren. Auf einmal Vollbremsung. Personen im Gleis. Fast überfahren. Also es war wirklich alles drin heute. Der totale Wahnsinn. Und dann komme ich nach Hause, freue mich auf TSW 3, weil es ja gestern noch bzw. in der Nacht endlich runtergeladen hat. Dann habe ich wieder Probleme mit dem WLAN. Ich hätte wirklich... Also ich bin eigentlich ein sehr gefasster Mann, aber da war ich kurz davor. So, dann bin ich nochmal los, ein LAN-Kabel geholt. Und seitdem funktioniert es endlich. Wollte spielen? Nein. Es muss noch eine Stunde aktualisieren, fast. Ich hätte echt bald einen Schreikampf gekriegt. Aber jetzt, Ende gut, alles gut. Das Spiel läuft, ich kann spielen und euch präsentieren. Ende gut, alles gut. Gott sei Dank. So, durch das ganze Gelaber sind es jetzt nur noch 14 Kilometer. Dann haben wir das geschafft. Unsere erste Fahrt mit dem neuen ICE auf der neuen Strecke im neuen TSW. Perfekt, ohne Zwischenfälle bis jetzt. So, so langsam meldet sich dann nochmal die LCB zu Wort. 220.
Die Sifa will natürlich immer getröstet und gestreichelt werden. Sonst gibt es sowieso gleich eine Zwangse. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst Bescheid. Das haben wir wieder 2,50. Muss ich jetzt nicht verstehen. Und ich muss sagen, alles in allem ein richtig schönes Spiel. Auch mit dem Wetter, dass sich das jetzt so bewölkt hat und ja, dass hier so ein Nebel aufgezogen ist, muss ich echt sagen. Wunderschön. Der ICE ist schön. Die Strecke ist schön. Das Spiel an sich ist schön. Es ist einfach. Es ist von der Handhabung einfach. Wie gesagt, die Tasten sind alle dieselben. Auch an der Tastatur. Sifa zum Beispiel mit Q. Ich wollte gerade sagen, wir hatten ja schon lange keinen Tunnel mehr. Aber das verkneife ich mir an dieser Stelle. So, 2,20. In... Was steht da? 5200 Meter. Wir werden wahrscheinlich... Jetzt geht mal noch die Stimme flöten. Da werden wahrscheinlich gleich die ersten Geschwindigkeitsbeschränkungen kommen. Weil wir nähern uns jetzt mit Riesenschritten Fulda unserer vorläufigen Endstation. Zumindest für dieses Szenario. Ja, sind jetzt eine gute halbe Stunde am Fahren. Beziehungsweise, ja doch. Ich habe ja vorhin einmal unterbrochen. Die Aufnahme, ja. Ja, ich würde jetzt mal sagen, ein paar Minuten, die wir vorher schon am Fahren waren, vor der Unterbrechung, waren es vielleicht 5 Minuten. Also ich sag mal, da sind wir jetzt so 36, 37 Minuten am Fahren. Geht eigentlich noch. So, jetzt geht's aber massiv da unten. 100. Ey, jetzt geht's aber. Jetzt werden wir aber gebremst. Mich nicht wundern, wenn dann gleich die LZB auch weg ist. Dann sind wir nämlich wieder PZB gesteuert. Das heißt dann wieder Signalkunde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch in Real ICE fahren ist einfach das Schönste. Also ich habe es heute genossen, ICE 3 zu fahren. Beide Richtungen. Es war wirklich... Auch wenn ich nur zweite Klasse gefahren bin diesmal. Es war sehr bequem. Beinfreiheit ohne Ende. Auch das Bordbistro. Also vom Feinsten. Kann ich wirklich nur sagen. Traumhaft. Auch die Informationen auf dem Display, was da an der Decke hängt. Also man sieht genau auf der Karte, wo man sich befindet, wie weit es noch bis zum nächsten Bahnhof ist, wie schnell der Zug ist. Und. Also ist wirklich sehr, sehr schön. ICE 3 fahre ich eh am liebsten. Danach kommt dann der ICE 4, aber das ist wie gesagt meine persönliche Meinung. Jeder hat dann natürlich ein anderes Empfinden, aber meine persönliche Meinung ist ICE 3, ICE 4, ICE 1 und dann die ICE 2. Das ist so meine Rangliste. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in 800 Meter wieder 280 fahren dürfen. Das wird nicht hinhauen. So, ich würde sagen, wir machen hier mal Leistung weg. Bremsen schon mal ein bisschen, wa? Nein. Weil wir haben nämlich nur noch 1,6 Kilometer. Und ich weiß nicht, wie lange der braucht zum Bremsen. Nicht, dass wir da gleich immer drüber sausen. Das wäre scheiße.
Prüfung von der Einflussung. So, gelbes Vorsignal. So, Einfahrt Fulda. Wunderbar. Zugegeben, ich fahre jetzt ein bisschen langsam hier, aber ist ja zu langsam als zu schnell. Schaut euch das Bild an. Das ist doch einfach nur genial. Sifa. Ich will gar nichts entriegeln. Stopp doch! Geh ich halt wieder weg, Mann. Gott sei Dank bremst er von allein. Ich krieg das nämlich nicht mehr weg. So, selbstständiges Bremsen, das finde ich ja mega. Ankunft Fulda. Perfekt. Perfekt. Rechts. So, das war's mit diesem ersten Szenario im TSW 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen, muss ich sagen. Können wir mal kurz hier in den Zug reinschauen. Ja, also wunderschön, oder? Traumhaft. Einfach nur geil. Wie die Anzeige, die würde mich ja jetzt interessieren. Nicht einsteigen. 9.44 Uhr Ankunft, ICE 277. Ja, ich würde sagen, das war's. Unsere erste Auswertung. Ja, damit würde ich sagen, endet dieses Video erstmal. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen, unsere erste Fahrt im neuen TSW. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf,
bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das. Ihr seht mich garantiert gleich nochmal, irgendwann gleich nochmal, vielleicht noch im neuen Video wieder. Beziehungsweise hört mich wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny spielt das. Bis dann. Bye, bye.